Also ich mache im Grunde mein Leben lang schon Musik und dann habe ich zwischen 1997 und 2001 auch Musik studiert und seit 2001 bin ich freiberuflich als Musiker tätig. Ich denke, das Thema ist hier Inspiration, das heißt, die Werke der Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich hier gearbeitet habe, haben mich inspiriert. Und ich habe sie auf mich wirken lassen, habe mich damit thematisch und emotional intensiv auseinandergesetzt und habe es ein bisschen wachsen lassen. Das kommt nicht mal eben so. Und dann hat es in mir gearbeitet und daraus ist dann Musik entstanden. Ich habe mir eben konzeptionell einmal überlegt, was kann das musikalisch in der Umsetzung bedeuten, aber auch, was gibt es für emotionale Bilder, für Zustände, wie würde ich das musikalisch umsetzen. Und im Zusammenspiel mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern, im Dialog, konnte ich dann eben irgendwann herausfinden, was gut passt, was gut funktioniert. Also es gibt einen improvisatorischen Anteil, das heißt, es gibt Elemente, die ich live in dem Moment entstehen lasse, in denen ich in diesem Moment auf das eingehe, was einmal die Kunst ist und aber auch was das Publikum, wie das Publikum mit mir interagiert mit der Kunst. Dann gibt es eine gewisse Basis, die vorkomponiert ist sozusagen und daraus entsteht eben jedes Mal ein bisschen was Neues. Das ist einmal dieser Improvisationsaspekt und der andere Aspekt hat damit zu tun, dass es sozusagen eine kleine Zellenmusik, möchte ich mal sagen, ist. Das heißt, es entsteht aus ganz kleinen Motiven, die gar nicht unbedingt erst von vornherein als Melodie erkennbar sind für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und im Laufe der Entwicklung der Musik erst im Ganzen etwas bilden, was als, ich sag mal, als Musik oder im herkömmlichen Sinn oder als Melodie wahrgenommen wird. Aber da die Zuhörerinnen und Zuhörer auch während des Aufbaus live dabei sind, erleben sie eben diese Aspekte, wie es aus einer kleinen Zelle, die sich langsam teilt, etwas Größeres, etwas Ganzes wird. Wunderschön. Also es sind wunderschöne Räume hier. Ich fühle mich hier wahnsinnig willkommen. Das Team ist toll. Und die Akustik ist toll. Das war jetzt für die elektronische Seite eine kleine Herausforderung, die ich aber auch haben wir gemeistert gemeinsam. Und ich finde, es ist ein wunderschöner Ort, um hier Musik zu machen.